Die Maßnahmen zum Coronavirus sind sehr umstritten. Immer mehr Menschen gehen trotz der Ausgangsbeschränkungen und des Kontaktverbots auf die Straße und kämpfen gegen die Maßnahmen mit Demonstrationen. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat nun allerdings eine Aussage getroffen, die mehr als nur eine Grenze überschritten hat. Zitat: Es ist so, dass insbesondere Menschen über 80 sterben. Also ist Corona jetzt nicht eine Krankheit wie Ebola, die 20-Jährige mitten aus dem Leben reißt, sondern tödlich ist Corona fast ausschließlich für hochaltrige Menschen. Wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Mit dieser Aussage erntet er vor allem in Deutschland ordentlich Kritik. In sozialen Plattformen wird sein Statement regelrecht zerrissen. Viele können es gar nicht fassen, so etwas von einem Oberbürgermeister zu hören, der selbst schon etwas älter ist.